Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir werden heute diesen Heart Freckles Valentinstags Look machen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Als erstes beginnt man natürlich mit dem Primer. Und da werde ich den Paul & Joe Pearl Foundation Primer benutzen. Der ist auf jeden Fall leicht illuminierend und kommt als rosa Haufen aus dem Ganzen raus. Als meine Foundation nehme ich die Born This Way Foundation, meine absolute Lieblingsfoundation. Als Concealer nehme ich den von Makeup Revolution. Was ich in dem Concealer auch richtig gut finde, man kann ihn sehr lange verarbeiten. Also man kann ruhig überall schon seine Spots machen, wo man den Concealer braucht. Und dann hinterher verarbeiten. Abpudern werde ich das Ganze erstmal nur unterm Auge mit dem Essence All About Matte Fixing Puder. Für meine Augenbrauen nehme ich die Anastasia Dip Brow Pomade. In dem Ton Taupe. Was haltet ihr eigentlich vom Valentinstag? Findet ihr, das ist einfach nur ein kommerzieller Tag? Findet ihr es so romantisch? Also ich meine, man muss ja nicht unbedingt Geld ausgeben, aber man kann Zeit mit dem Partner oder der Familie oder mit wem auch immer verbringen, mit dem man gerade möchte. Man muss ja nicht unbedingt das Klischee erfüllen von wegen, dass man jetzt einen Strauß rote Rosen kauft, eine herzförmige Pralinenschachtel und bla bla bla. Also ich finde den Tag schon romantisch. Allerdings kann ich auch verstehen, dass viele sagen, nee, das ist ein kommerzieller Tag, damit will ich nichts zu tun haben. Aber ich bin sowieso Single, also habe ich relativ wenig mit diesem Tag zu tun. Der Tag ist ja mehr so für Paare gedacht. Aber ich finde ihn irgendwie trotzdem schön. Und was darf an Valentinstag auf gar keinen Fall fehlen? Schokolade! Natürlich nicht unbedingt in Form eines Bronzers, auch wenn er nach Schokolade riecht. Ich habe diesen Bronzer auch jetzt extra für dieses Video hier gewählt. Ich mag den zwar so auch richtig, richtig gerne, aber heute war der spezielle Grund. Er duftet nach Schokolade und Schokolade passt zu Valentinstag, also nehme ich diesen Bronzer mit rein. Und diesen Pinsel von BH liebe ich. Das ist dieser Jumbo-Pinsel. Den gibt es nur in diesem Marmor-Pinsel-Set. Ich habe das im Sale gekauft, sonst kostet das 42 Euro, was ich richtig heftig finde. Aber ich liebe diesen Pinsel für Bronzer. Weil man hat es so schnell aufgetragen und es ist so smooth und es passt einfach gut. Man kann es auch super mit dem Pinsel verblenden. Und Bronzer kann man auch im Gegensatz zu seiner Kontur etwas großflächiger auftragen. Dann komme ich auch als nächstes schon zur Kontur und da werde ich das Contour Kit von Trinit Up verwenden. Aber auch nur die Kontofarbe daraus. Die Highlighting-Farbe ist nämlich zu dunkel und Bronzer hatte ich jetzt schon einen anderen verwendet, den ich auch besser finde. Und dann werde ich mir damit auch noch die Nase konturieren. Und dann machen wir jetzt mit dem Augen-Make-up weiter. Ich werde dafür die Too Faced Life's a Festival Palette verwenden. Allerdings, wie man sehen kann, wenig alltagstauglich. Also man kann ein bisschen was Alltagstaugliches machen, indem man sich so mehr hier so aufhält. Ein bisschen orange vielleicht noch. Also für mich zählt Orange zu einer Alltagsfarbe. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich trage Orange sehr gerne im Alltag. Ich habe auch blaue Augen und das hebt meine blauen Augen hervor und deswegen tue ich das. Ich gehe als allererstes in den Ton Young and Free. Ein wunderschöner Rosaton. Und der kommt in die Lidfalte. Und den blende ich schön nach oben hin aus. Da die Palette ansonsten nur noch zwei matte Töne hat, muss ich jetzt eine andere Palette nehmen, aber ich komme gleich nochmal auf diese Palette hier zurück. Und zwar nehme ich jetzt die James Charles Palette und diesen heftigen Pinkton hier unten. Die Palette ist so riesig. Ich finde es richtig schwer, mit dieser riesigen Palette vor der Kamera zu arbeiten und euch das immer zu zeigen, weil sie halt so groß ist. Ich meine, es ist cool, dass sie so groß ist und dass man so viele Farben drin hat, aber es ist schwierig, vor der Kamera damit zu arbeiten. Es ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass man damit vor der Kamera arbeitet, aber ja. Wer YouTube macht und diese Palette andauernd in die Kamera hält, weiß, wovon ich rede, glaube ich. Und der kommt auch nochmal in die Lidfalte, aber konzentrierter in die Lidfalte. Nicht zu weit nach oben ausgeblendet. Es ist ein richtig krasser Pinkton, fast schon so ein Neonpink. Und Schocker, ja, ich benutze gerne dieselben Pinsel, wenn ich in derselben Farbfamilie bleibe. Also, dass ich nur einen Pinsel dreckig mache. Und diesen Pinkton aus der James Charles Palette werde ich mal noch an den unteren Wimpernkranz geben. Jetzt nehme ich den Orangeton aus der James Charles Palette. Werde das in diesen Pinkton reinblenden. Auf dem hinteren Drittel des Lides. Dann nehme ich wieder die Too Faced Palette und gehe in den Ton Fun in the Sun. Ich nehme das Pigment mit meinem Finger auf
und tupfe es aufs vordere Drittel meines beweglichen Lides. Auf die Mitte meines beweglichen Lides tupfe ich etwas von dem Ton Beamin. Die Kamera ist gerade ausgegangen, ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe ins Inner Corner den Ton Beamin gegeben. Und den Ton Beamin werde ich etwas mit diesem hellen Schimmerton aus der James Charles Palette mischen. Dann nehme ich das Unicorn Hearts von I Heart Makeup und gehe in den Rosaton und nehme den als Browbone Highlight. Dann nehme ich mir von Manhattan den Wonder Swipe 2-in-1 Liner to Shadow. Der ist in dieser Farbe hier, Rosé Gold oder so. My Bay heißt der. Damit ziehen wir einen Eyeliner. Und das ging erstaunlich gut damit. Allerdings war das auch das einfache Auge. Jetzt kommt das Schwierige. Ja, das mit dem Eyeliner gefällt mir. Man sieht es irgendwie nur so, wenn man das Licht drauf scheint. Also je nachdem, wie es drauf scheint. Den Eyeliner habe ich übrigens von Sarah Sensitiv bekommen in unserem allerersten Tauschpaket. Also ich glaube, das war überhaupt mein allererstes Tauschpaket auf meinem Kanal. Ich glaube auch das erste. Ich wüsste nicht, dass ich danach nochmal eins gemacht hätte. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich freue mich darüber mega. Das Video von ihr kann ich auch gerne nochmal verlinken unter ihren Kanal und in der Infobox. Als Highlighter werde ich auch wieder den Rosaton aus diesem Herz hier verwenden. Ich finde, man merkt gar nicht, dass er so richtig rosa ist. Er ist richtig, richtig kühl. Ich werde ihm jetzt Mascara auftragen, Lashes aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich bin zurück mit meinen Lashes, die ich mir aufgeklebt habe. Und ich habe mir auch schon einen Lippenstift bzw. ein NYX Buttergloss draufgetan in der Farbe Peaches and Cream. Und dann machen wir jetzt weiter mit Blush. Und damit übertreiben wir es maßlos, Leute. Also vollends übertrieben. Ich nehme dafür die Too Faced Natural Face Palette. Und dreimal dürft ihr raten, welchen Ton wir nehmen werden für Valentinstag. Natürlich Pink Wink. Und den Blush verbinde ich auf jeden Fall mit dem Augen-Make-up und bringe ihn dann runter, wo normalerweise Blush aufgetragen wird. Und das Ganze wird sehr stark aufgebaut. Ich werde dann gleich auch nochmal mit dem Highlighter drüber gehen, weil der wird jetzt gerade in Mitleidenschaft gezogen. Ja, wenn ich diesen Jumbo-Pencil vorhin nicht schon für Bronzer verwendet hätte, könnte ich den jetzt nochmal gut für Blush verwenden. Also von den Wangen aus zur Nase hin wird man leichter mit dem Blush und auf der Nase kann man wieder etwas fester werden und nach außen hin wieder sanfter, also nach dahin verblenden. Jetzt nehme ich mir einen Lip Liner und wir kommen dazu, endlich unsere Hard Freckles zu machen. Ihr könntet auch Lippenstift und Lippenpinsel benutzen, Cremefarben, keine Ahnung. Ich habe jetzt keine rosa Cremefarbe, deswegen nehme ich einen rosanen Lip Liner und fange an, einfach Herzen zu malen. Am einfachsten ist es, erstmal ein V zu malen. Und das dann ein bisschen auszufüllen. Und schon hat man ein Herz. Und das Ganze natürlich in unterschiedlichen Größen, weil normale Freckles sind auch in unterschiedlichen Größen. Und um etwas Farbabwechslung in den Freckles zu geben, werde ich jetzt noch ein paar weiße machen mit weißem Gel-Eyeliner. Da macht man eigentlich so weiter wie bisher auch. Man macht dieses V und dann füllt man das oben aus. Zumindest finde ich das die einfachste Methode. Und ihr könnt natürlich selbst entscheiden, wann und wo ihr fertig seid. Ihr könntet natürlich auch noch eine dritte Farbe an Freckles machen. Oder ihr macht nur eine Farbe. Oder ihr könnt noch mehr machen. Ein geschlafener Fuß. Ah. Ja, meine Socken sind voller Hundehaare. So ist das nun mal mit Hunden. Und damit ich das Weiß auch noch ein bisschen woanders habe,
nehme ich mir mein Harajuku Fuzzy Headpiece und fertig ist der Look. Also ich werde Single an Valentinstag sein, aber who cares, ich mag den Tag irgendwie trotzdem. Und ich liebe Freckles bzw. Sommersprossen auf Deutsch und Herzen und sowieso und ich finde es total cute. Wisst ihr schon, ob ihr dieses Jahr irgendwas an Valentinstag machen werdet? Also wie gesagt, ich bin Single, ich weiß nicht, was ich machen werde, keine Ahnung. Vermutlich das, was ich jeden Tag so tue. Vielleicht drehe ich an dem Tag auch ein Video. I don't know. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.